Sorry? Ja. Wenn ich mich zu lang aufhalte und du irgendwie Feierabend machen willst, dann sag Alles gut, Bescheid. alles gut. Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Ich habe nur gerade im Regal geguckt, weil ich wusste, dass da noch Platz frei ist. Deswegen habe ich geguckt, wo Platz frei ist, damit ich was nachmachen kann. Ach so, Aber alles okay. gut, alles gut. Habt ihr immer so lange offen? Nein. Es ist jetzt spontan, also. Ach so, okay. Na, dann habe ich mal Glück. Also Meistens. bis eins ist im, also kann offen sein, Ja. muss aber nicht. Kommt immer darauf an, ob jemand da ist, der Lust hat, so lange zu arbeiten und ja. Ach so, okay. Na gut, dann habe ich heute mal Glück, weil irgendwie, ich verpasse das irgendwie immer. Entweder bin ich irgendwie zu früh da oder viel zu spät. Deswegen habe ich mich gefreut, Ja, dass das heute jetzt, geklappt hat. also jetzt ist abends auch wieder öfters offen, Ah, okay. da ich jetzt auch wieder regelmäßiger hier im Shop bin. Alles klar, dann ich guck noch ein bisschen, okay? Ja, machen Sie das. Das hier kurz da Oder in der runter. Kabine ist auch ein. Ja, oder in der Kabine, ja. Aber hier ist auch ein schöner großer Spiegel und ist alles gut ausgeleuchtet, auf jeden Scheiße, oh mein Fall. Gott. Sechs Dinge hier. Ja. Oh, danke schön. Oh! Ach, wie Zu was süß. würden Sie sowas anziehen? Nun. Der Sommer steht vor der Tür. Ja, das Stimmt. stimmt wohl. Ich habe bisher immer nur die langen Jeans angehabt. Das wäre jetzt irgendwie, dass ich mich bisher mal was traue, was anderes zu machen. Also sind 620 Dollar. Also die ganzen Sachen zusammen, oder? Also Die, das der, von. das Biker-Suit-Oberteil, Genau. das Crop-Top und die drei Kleider, ja, das sind 620. Haben Sie eine Kundenkarte? Nee, sowas habe ich gar nicht. Ist das Wollen Sie dann. denn eine? Das würde sich jetzt zum Oh Beispiel ja, mega bitte, lohnen. bitte. Dann Bitte. legen wir Ihnen eine Kundenkarte mal eben schnell an. Dazu Wenn. bräuchte ich einmal Ihren Ausweis, bitte. Okay, ja, kleinen Moment. Bringt nur Vorteile, denn bei jedem 50 Dollar Einkaufswert Ja. kriegen Sie Hallo. einen Stempel No. und bei 10 Stempeln kriegen Sie 20% Rabatt Oh, perfekt, auf den okay. nächsten Einkauf. Rino Carino, Genau. perfekt. Das ist. Ich bin die mit dem Film. Haben Sie davon schon gehört? Ja, tatsächlich ja. Wirklich? Ja. Oh. Irgendjemand hat Schauspieler gesucht. Ja, für den Zombie-Film, das bin ich. 400, 500, 600. Guck mal, Sie hätten, wir haben jetzt schon 12 Stempel. Beim nächsten größeren Einkauf haben Sie gleich schon 20% Rabatt. Okay, das ist Ja, sehr, aber sehr ein gut. Zombie könnte ich gut spielen. Also ich kann gut Zombie-Geräusche machen. Können Sie? Wollen Sie mal vormachen?
Jetzt müssen sie mich natürlich auch durch den Laden jagen, so. Nein, das mag ich jetzt nicht. Nicht? Ich bin im Dienst. Ach so, wie ist denn ihr, naja, wenn ich fragen darf, wie ist denn ihr Name? Mein Name ist Jiho, Jiho Lee. Jiho, das ist aber ein schöner Name. Okay, cool. Dann, das heißt, wenn ich jemanden brauche noch für den Zombie-Film, kann ich sie dann anrufen? Ich weiß nicht, ob ich so als Schauspieler geeignet bin, aber man kann ja trotzdem gucken. Okay, ich weiß ja, Sie sind hier dann, Sie arbeiten hier so. Genau. Okay, perfekt. Wie viel war das dann, wie viel Dollar? 620, bitte. 620, okay. Hier ist bestimmt doch ums Eck ein Geldautomat, oder? Genau. Josi! Was zur Hölle? Was ist los? Bringst du die Dame mal bitte zum ATM? Natürlich. Langsam wieder. Folgen Sie mir unauffällig. Alles klar. Und Sie haben heute auch so viel eingekauft? Ach ja, ich kaufe fast täglich da ein. Das ist ganz schlimm. Ich bin zum ersten Mal da. Mhm. Also es lohnt sich, da wirklich öfter mal vorbeizukommen. Definitiv. Weil man auch ab und zu mal so ein paar kleine Schnapper findet. Stimmt, so, hier ist der ATM. Ah, okay, perfekt. Dankeschön. Super, gerne, gerne schön, genau. Mhm. Ach ja. Jetzt habe ich auch noch den Bademantel vergessen. Oh nein, ich habe doch hier noch einen Bademantel. Oh nein. Das kann ich auch vielleicht das nächste Mal, aber ich hatte doch noch sowas. Das braucht man als Filmstar. Ein Bademantel. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe ein großes Problem. Ich kann niemals die ganzen Sachen mitnehmen, fällt mir gerade ein. Was soll ich nur tun? Kann man das bei Ihnen lagern oder sowas? Sie sind mit dem Fahrrad hier, richtig? Ja, genau. Und ich. Also zwei Dinge können Sie ja über den Fahrradlenker hängen, ne? Ja, ich glaube. Ja, da ja ich das stimmt. Wenn Sie drauf sitzen, dann geht das. Genau, wenn Sie es draufsetzen, dann können Sie zwei drüber hängen. So. Ich meine, dass ich da schon was. Ich muss mal ganz kurz, aber ich kann das auf jeden Fall schon mal bezahlen. Ja. Hey, ich bin's. Hi. Ist es wichtig gerade? Nein, nein, alles gut. Okay, ja, ich bin gerade verabredet, deswegen. Ach so, okay, alles gut, dann mach's gut. Mach's gut. Hallo? Hi. Jetzt gerade habe ich mein Fahrrad vergessen, aber sonst mache ich gerade gar nicht so viel. Ich wollte nach Hause fahren. Ach
Ach so, dein Fahrrad vergessen. Wo denn? Ja, vom Faith and Social Center. Ich bin eventuell eine Seite hoch, dann bin ich raus und dann bin ich andere Seite rausgelaufen und habe vergessen, dass ich mit dem Fahrrad gekommen bin. Oh, das ist mir auch schon mal passiert. Oh je. Ja, passiert. Bist du denn müde so? Gehst du jetzt ins Bett? Ja, ich wollte jetzt nach Hause gehen. Ach so, okay. Und genau. Wie geht's dir? Naja, soweit viel passiert. Und bei dir glaube ich auch, so wie ich das gelesen habe. So, das klang viel zu viel. Irgendwie nach wirklich großen Veränderungen so. Willst du? Ja, aber Witchery hat ein Fusionsangebot bekommen. Oh, okay. Eine Fusion mit einem Schrottplatz und mit einem, mit dem Müllentsorger hier, Green Planet. Was? Das passt irgendwie nicht zusammen in meinem Kopf, tut mir leid. Ja, in meinem Kopf auch nicht so richtig, aber mit der Erklärung, die wir da vom Casa bekommen haben, also von diesem Financial Casa Mofo Bingsbums. Ja. Ministry of Financial and Commerce, genau so heißt das. MOFAC. Die meinten, dass das ein großes Big-Player-Unternehmen wird, was ganz viel Profit abschmeißt und ganz große Löhne zahlen kann und dementsprechend gegen als Alternative gegen, was war das, Human Labs, Horizon Industries und LSR fungieren soll als Beschaffer für Naturmittel und Recycling und so weiter und so fort. Klingt auch alles ganz toll. Mhm. Aber die Herbal Witchery passt da definitiv nicht rein. Ja, das ist irgendwie, also ich meine, ich verstehe da schon von wegen, was sie damit sagen wollen, aber trotzdem, also komisch, so merkwürdig. Ja, und ja, sehr. Was machst du? Da ist mir mein Co-CEO noch in den Rücken gefallen und die musste ich jetzt auch kündigen und jetzt, keine Ahnung, viel los. Oh je. Einfach sehr viel los. Oh, okay, das klingt wirklich nach viel Sachen. Bist du jetzt, machst du jetzt alles alleine? Nee, ich habe ja noch zwei Mitarbeiter. Oh, okay. Bin ja nicht alleine, nein. Okay. Ich habe noch keinen Vertreter mehr als Co-CEO, aber sonst, ja. Okay. Was soll's? Unser Venture-Account ist jetzt auch gesperrt, weil sie meinte, sie müsste sich irgendwelche Mails noch rausziehen aus unserem System und ach ja. Das klingt irgendwie krass. Nicht alles. So richtig vertrauenswürdig, nein. Ja, das wollte ich gerade eben sagen. Wow. Okay. Hast du denn mal die Tage Zeit, sich mal zu treffen oder so? Na klar, gerne. Okay, vielleicht. Irgendwann die Tage. Ja, ich kann ja einfach versuchen, dann dich nochmal anzurufen. Sollen wir es so machen? Ja, das ist gut. Ja, das ist toll. Okay, Lily. Momentan echt so viel um die Ohren. Ich weiß gar nicht, wie ich das Telefon manchmal überhaupt anschaffen zu machen und so. Oh, das kenne ich. Ständig ruft irgendwer an, ständig ist irgendwas und dann kriegt man immer solche Nachrichten. Oh je, okay, dann. Ja, ich weiß, tut mir leid. Nein, alles gut, mir geht's doch genauso. Ich habe genauso viel und dann, ich bin immer froh dann einfach, wenn ich die Leute, naja, wenn man kurz reden kann und wenn nicht, dann verstehe ich das auch vollkommen so. Und na gut, Liri, dann trotz allem, ich hoffe irgendwie, dass es doch einen Weg für dich gibt, so da raus. Das klingt echt, naja. Ja, Wege gibt's immer. Ich meine, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Jeder Mensch hat seinen Pfad und alles passiert aus einem Grund oder aus mehreren. Stimmt, du hast recht. Weißt du? Ja. Deswegen. Ich bin da guter Dinge, das wird sich schon alles irgendwie entwickeln und es wird sich vielleicht auch zum Guten wenden. Und selbst wenn sich nicht zum Guten wendet, dann hat sich es immerhin irgendwo hingewendet. Und mit dem Hingewendeten kann man wieder neue Dinge tun und die werden dann bestimmt gut. Das ist eine gute Einstellung. Lili, ich bin froh, dass wir kurz geredet haben, auch wenn es nur kurz war. Aber dann lass uns bald was machen, okay? Ja, unbedingt. Dann musst du mir alles erzählen, was bei dir passiert ist. Das muss ja auch unglaublich viel gewesen sein. Ja, vielleicht. Oder wir machen einfach, wir gehen auf die Skaterrampe und machen ein paar Tricks mit dem Fahrrad. Oh, ja. Ja.
Na das, gut. Das können wir machen. Mhm. Okay, dann... Vielleicht brechen wir uns dabei auch nicht den Hals. Mach ja, vielleicht nicht, nein. Die Chancen stehen gut. Gut, dann, Leary, dann hab noch eine gute Nacht. Ja, du auch. Okay. Bis die Tage. Tschüss. Bye-bye. Hallo, hier ist Reno Carino. Ich wollte sie... Der Zauberer. Hola. Hey, ich bin's. Dachte ich mir, ich sehe es am Display. Astrid? Ja, du hattest bei mir angerufen. Ich wollte nur nochmal nachfragen, hat sie ja neulich angerufen, was los war, ob alles gut ist oder ob es unwichtig war so. Ich habe angerufen, weil du mich irgendwann angerufen hattest. Das ist gerade ein ewiges Zurückrufen. Ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Achso, ja gut, dann, naja. Was war denn dein Grund? Ich glaube nur, weil ich wieder da war und gucken wollte, ob du noch lebst. So. Ach so, oh ja, also, naja, es kann natürlich sein, sie haben mich ausgetauscht mit einem Klon und, naja, ich bin gar nicht ich oder so. Das kann natürlich sein. Naja, dann gibt es mindestens noch eine Reno. Ja, okay, ich habe mit einer anderen Reaktion gerechnet, aber nun gut, alles klar. Und wie lief deine Verabredung? Ja, ganz gut. Gut. Ja, gut. Das war eine nette Dame so. Oh, okay. Das freut mich für dich so. Ja. Gut. Bei mir ist gerade, wie du dir vorstellen kannst. Naja, ich lebe das Leben eines Vampirs, Emanuel. Du meinst, dass es spät rauskommt? Ja, sehr, sehr spät, wenn niemand da ist und mich. Naja, du weißt schon, kein Auto, das vorfährt und mich irgendwie mitnimmt oder so. Deswegen bin ich immer sehr, 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 sehr spät. Wahrscheinlich später als du draußen so. Dann verstehe ich es definitiv so. Ja, und, also ich lebe noch und warte noch und, ja, ich glaube... Naja, hoffentlich ändert sich das bald und so. Und. Dass du lebst, bitte nicht. Nein, ich meine, du weißt schon, hoffentlich. Diese Anspannung, das ist nicht gut für mich und so. Und naja, das Leben eines Vampirs ist auch nicht so gut. So, jetzt müsstest du eigentlich sagen:
Naja, wenigstens siehst du gut aus für einen Vampir. Besser, wie du aussiehst. Du weißt doch... Ja, wie du jetzt gerade aussiehst im Leben des Vampirs. Ja, ich bin 500 Jahre gealtert und hab jetzt ganz andere Haare und außerdem, naja, ich sehe jetzt ganz schrecklich aus. Also. Soll ich jetzt noch fragen, was du anhast, oder? Was Vampire eben. Was Vampire eben so tragen, Emanuel. Hast du denn keine Vorstellungskraft? Nee. Okay. Ich bin jetzt tatsächlich immer auch wieder auf dem Sprung. Man hört sich. Wenn, wie gesagt, von irgendwas los ist, gerne melden. Ja, na gut. Mach's gut und ja, mach's gut. Alles klar. Tschüss. Adios. Wie würden die sagen von Strawberry? What the fuck? Hallo Rino. Hey Elva, ich wollte nur kurz Hallo sagen. Hi. Hi. Du hattest mir geschrieben. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde. So. Ich lebe. Ja, hallo. Ja, sehr schön. Und wie sieht es aus? Hast du schon einen Termin gemacht? Du meinst wegen dem Date? Nein, nein. Es ist schwierig. So, ich versuch's, aber ich krieg keine Antwort gerade. Deswegen, ich lebe gerade das Leben eines Vampirs. Weißt du, ich bin zwar außer Haus, aber erst um 3 Uhr nachts, weil da niemand da ist, du weißt schon und so. Und ja. Und wie ist bei dir? Musst du heute arbeiten? Ja, ich bin gerade auf der Arbeit. Das stimmt, ja. Und wie läuft dein Leben so gerade? Ja, ich denke, es bessert sich gerade, ja. Mein Stalker-Freund hat mich aufgehört. Also mein Stalker-Ex-Freund hat aufgehört, mich zu stalken. Echt? Das ist eine gute Nachricht. Habt ihr das geschafft, irgendwie so mit diesem, mit dem, was du erzählt hast, mit dieser Klage und sowas? Nee, ich habe davon tatsächlich noch nichts gehört. Ich werde da abwarten, aber dein Chef hat mich angerufen und hat gesagt, er wird mich jetzt immer in Ruhe lassen. Das ist gut. Also der Chef von meinem Ex-Freund. Der Chef? Das fand ich ein bisschen komisch, aber irgendwie will er ihn jetzt an die Hand nehmen und dafür sorgen, dass er aufhört, mich zu verfolgen. Okay, dann hat der Chef das sogar auch mitbekommen? Ja, also irgendwie schon. Keine Ahnung, ob er sich bei ihm ausgeheult hat. Oh ja, so Leute, ja. Okay, dann hoffe ich, dass es das jetzt war, so. Das hoffe ich auch. Nach 2 Monaten wäre es schön, mal Ruhe zu haben. Oh ja. Und sich ein bisschen freier zu fühlen und nicht ständig beobachtet. Oh, Elva, das glaube ich dir, du Arme. Und ja, und und was macht sonst so das Leben? Hast du irgendwas, so außerhalb von der Arbeit gemacht oder dir wieder so irgendwas eingekauft oder was hast du so gemacht? Ja, ich habe mit Freunden mich getroffen, bin ein bisschen alleine auch rumgefahren. Ja, und gestern wurde ich fast erschossen. Was? Ja, ich bin gestern in eine Bar rein und habe mich zu meinen Freunden gestellt. Und sofort gingen Schüsse los und über mir waren Fenster. Und da, wo ich stand, waren Einschusslöcher. Ich bin fast gestorben. Gott sei Dank waren die Fenster über meinen Kopf, sonst hätten die Schüsse mich getroffen. Elva, das ist ja furchtbar. Oh Gott, ja. Ich bin so froh. Und dir ist gar nichts passiert dann?
Nein, ich bin Gott sei Dank so klein, dass die Fenster wirklich über meinen Kopf waren, weil... Ja, das wäre sonst böse ausgegangen, weil ich stand genau an dem Fenster, wo dann ein Einschussloch war. Oh mein Gott, Elva, oh Gott, okay. War das, ich habe da was gelesen, war das in dieser Bar, wo Musik war, irgendwie? Ja, Opi nennt man das. Oh nein, Elva. Ja, und... Ja. Und dann, was ist dann passiert? Die haben niemand geschnappt, oder? Nein, leider nicht. Die sind halt nur vorbeigefahren und haben ganz wild um sich geschossen. Oh Gott. Ja, und ich bin gerade da auch rein. Also, wenn ich ein bisschen später gekommen wäre oder die ein bisschen früher, dann wäre ich nicht mehr im Gebäude und... Ja, dann vielleicht hätten die mich auch so erwischt. So oder so, ich hätte irgendwie einen Schutzengel gehabt. Bestimmt. Sogar der Engel von Los Santos braucht einen Schutzengel ab und zu wahrscheinlich. Oh. Ach, Rino, du bringst mich in Verlegenheit. Es ist doch so. Und ja, wie kommst du jetzt damit klar? Du bist heute schon wieder in der Arbeit? Hast ja, du nicht Angst oder sowas? Ja, also ich hatte auch auf jeden Fall einen Schock. Da musste ich erstmal einen Tequila trinken. Das glaube ich dir. Um meine Nerven zu beruhigen. Ja. Ja, ja, aber ich war schon im Arbeitsplan eingetragen. Und soweit geht's mir ja eigentlich gut. Und ja, dann... Oh. Natürlich werde ich das nicht vergessen. Aber ich glaube, ich muss jetzt ganz dringend ein Testament machen. Mir passieren in letzter Zeit so viele Unfälle. Oh mein Gott, ja. Ein Testament. Elva. Ja. Was macht diese Stadt nur mit uns beiden? Ich weiß es auch nicht. Das ist gefährlich. Das kann nicht sein. Die Menschen sind gefährlich. Die Unfälle, die mir in letzter Zeit passieren, sind so gefährlich. Ja. Ich habe ganz, ganz oft fast Autounfälle oder auf dem Bike, wenn ich fahre, dann habe ich auch ganz viele Unfälle irgendwie. Momentan habe ich echt Pech. Oder du bist mit dem Kopf ständig wo. Und du hast doch so viel Sorgen und so. Aber vielleicht hört das jetzt minimal auf, wenn der Blöde weg ist. Ja, das könnte auch daran liegen. Aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Sensemann ist hinter mir her. Der Sensemann? Oh nein. Elva, dann ist er ja hinter uns beiden her. Deswegen hat das Schicksal uns zusammengebracht. Oh, meinst du? Ja, und wenn man uns mal anguckt, eigentlich, weißt du, was mir gerade so einfällt? Man könnte uns eigentlich beide nebeneinander stellen. Das wäre auch voll das coole Filmposter, weil irgendwie, wir tragen ja so unterschiedliche Sachen, weißt du? Und ich habe dann komplett was Schwarzes an und du dein Elva-Outfit. Das wäre irgendwie cool. Oh, mein Elva-Outfit ändert sich momentan. Wieso? Ich will nicht mehr so süß und niedlich rumlaufen. Was machst du denn jetzt für ein Outfit gerade so? Was willst du denn haben? Also, ich trage in letzter Zeit sehr viele Hemden. Hemden. Das ist ja interessant. Okay. Ja. Und apropos tragen, du sag mal, habt ihr eigentlich auch High Heels bei euch? Ja, haben wir auch. Ich brauche unbedingt welche. Ich hab wirklich, ich weiß auch nicht, also naja, noch ist die Zeit nicht angebrochen, dass ich farbige Sachen trage, aber ich will irgendwie auch mal hohe Schuhe haben und ich hab die nirgendwo gefunden. Kann es sein, dass die gerade überall ausverkauft sind und es die nur bei euch gibt, so? Das weiß ich gar nicht, aber wir haben auf jeden Fall welche. Musst du einfach mal vorbeikommen, weil ich kümmere mich ja um den Einkauf. Also, wenn dir was fehlt, dann sag mir Bescheid und ich kann dir das bestellen. Ich brauche unbedingt High Heels. Und was denkst du eigentlich, wie viel kostet so ein Paar eigentlich? Ich glaube, $170. Verdammt, ich bräuchte das wirklich. Was denn, hast du ein Date? Nein, Elva, ich bin doch ein Android. Aber
Ich brauche das einfach. Androiden können doch Dates haben. Ach, meinst du? Das ja. wäre ja eine ganz neue Geschichte. Meinst du, die. Wen treffen die? Andere Androiden? Ich weiß nicht. Oh, da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Aber du bist die einzige Androidin hier, die ich kenne. Also. Ja, das vielleicht ist das kannst Problem. Du. Ja, aber du kannst doch sicherlich einen Menschen daten. Einen Mann oder eine Frau. Das. Elva, ich habe doch einen Film in New York darüber gemacht. Die Tarvos-Galaxie. Da war ich auch ein Android. Und das ist nicht gut ausgegangen, sag ich dir. Oh, wirklich? Ja, wirklich. Ach, weißt du also, was? Es ist einfach so schön, deine Stimme zu hören. Es ist einfach. Das gibt mir echt Hoffnung, weißt du das? Oh, danke. Das ist wirklich ein großes Kompliment, aber ich bin auch sehr froh, dich zu hören. Oh. Ich wünschte, du würdest dich öfters mal melden. Oh, Elva, das würde ich gern. Du weißt ja, ich bin eigen und dann kommt noch diese Sache dazu, aber auch wenn ich, naja, wenn ich nicht mal gleich antworte oder du nichts hörst, dann, naja, denk immer dran, ach ja, das ist ja dieser Android, weißt du so? Und, ja. Nein, das kann ich nicht denken. Aber es stimmt du, doch. Ja, ich weiß, du bist bestimmt sehr viel beschäftigt als Filmemacherin, aber so ein paar Mal kannst du ruhig mal schreiben, damit ich einfach weiß, dass es dir gut geht. Weil da ist ja noch diese andere Sache und dann mache ich mir Sorgen, ob es dir wirklich gut geht. Ob ich weiß ja nicht, ob du dann einfach nur beschäftigt bist oder vielleicht ist dir was passiert und einfach nur zur Sicherheit mal vielleicht eine kurze Nachricht. Hallo Elva, mir geht es gut. Das reicht mir dann aus. Ich wurde nicht dafür programmiert, aber ich... Oh, ja, Dino. Leider. Ich programmiere dich neu. Das ist ja eine ganz neue Geschichte. Dann vielleicht können wir so... Naja, vielleicht können wir so die Welt retten, du und ich. Ja, ich brauche dich eigentlich noch für einen Geheimauftrag, weißt du? Für einen Geheimauftrag? So unter Agentinnen. Stimmt. Also, meinst du das jetzt im Spaß oder in echt? In echt. Was für ein Geheimauftrag. Kann ich leider hier nicht am Telefon sagen. Du Ach. Weißt ja, ja, vielleicht hört uns ja jemand ab. Ja, stimmt, du hast recht. Na gut, dann, also... Wie mache ich das jetzt mit diesen Schuhen? Also wir haben noch halbe Stunde auf. Ganz gern vorbeikommen. Stunde. Aber sind die denn auch schwarz? Ich guck mal kurz, was wir da haben. Ja. Ja, wir haben normalerweise auch schwarze. Magst du welche, die spitz sind oder rund? Oh, das weiß ich gar nicht. Aber ich will auch nicht dich in deiner letzten Stunde noch... aufhalten. Ich kann auch... Nein, machst du nicht. Guck mal, wir haben Schwarzspitze da. Ich guck mal kurz bei den Runden. Ja. Yeah. Bei den Runden haben wir nur... Ach, warte mal. Doch, haben wir auch in Schwarz da. Oh, okay, dann... Ich wollte halt eigentlich nicht das Haus verlassen, aber ganz kurz vielleicht so. Ganz kurz, oder? Ja, ganz kurz. Vielleicht solltest du dich ein bisschen verdeckt kleiden. Ja, bin ich ja sowieso. Okay. Okay, das ist gut. Also... Wer ist noch da bei dir im Laden? Kunden und mein Bruder. Ach so. Okay, das ist gut. Dann, naja, ich komme einfach schnell und dann gehe ich wieder schnell wie eine Katze, weißt du? Okay. Dann bis gleich. Also, ja? Okay. Ich wollte nur fragen, ob du heute was vorhast. Ach so. Ja, ich muss... Ja, danach muss ich versuchen, hier weiterzudrehen. Ich habe gestern auch schon ein bisschen gedreht. Oh, hast du schon angefangen? Ja, ich dachte, wenn ich sowieso, naja, das Haus nicht groß verlassen kann, dann... Ja. Ja, doch, dann solltest du so auf jeden Fall die Zeit nutzen. Definitiv. Und... Will. Ja.
Brauchst du denn irgendwas? Soll ich dir was mitbringen, so? Oh nein, ich brauche gar nichts, danke. Ich brauche nur eine heile Rino, die hier ankommt. Ach, Elva. Na gut, dann sehen wir uns gleich. Okay, bis gleich. Pass auf dich auf. Ja, tschüss. Ob so Freundschaften funktionieren? Sich melden? Oh je, da bin ich die falsche Person, leider. Ist das schon wieder ein Polizeihubschrauber? So einfach. Und wie viel habe ich dabei? Okay, na gut. Hallo, Rino. Hi. Hi. Hallo. Oh. Hi. Na? Wie geht's dir? Lass dich drücken. Bist du heile angekommen? Ja, du weißt ja, ich umarme dich und so, deswegen wundert dich nicht. Nein. Ups. Dann umarme ich dich noch. Okay, das war trotzdem schön. Oh, na, wie läuft's heute so im Laden? Ja, ganz gut. Wir hatten schon einige Kunden. Gerade ist ein bisschen ruhiger geworden. Heute ist die Stadt irgendwie, die wirkt noch voller wie sonst so. Ja, hast du nicht auf Venture gelesen? Da sind sehr viele Leute eingereist. Doch, doch, das habe ich mitbekommen, so. Ja, die Stadt ist wirklich sehr voll jetzt. Ja, und... Oh, du hast keine blauen Haare mehr? Ich bin enttäuscht. Oh, ich bin glücklich darüber. Oh, oh, oh. Ist jetzt wieder wunderschön. Ja, ich bin wieder ein bisschen natürlicher, ja. Aber weißt du was? Wenigstens hast du es ausprobiert, oder? Ja, mir hat es auch super gefallen. Das ist ja das Wichtigste daran. Ja. So, also, wo gibt's jetzt diese wundervollen High Heels? Ich habe sie für dich schon rausgesucht, weil wir hatten nur noch ein paar, deswegen, also von den... Zumindest von den High Heels hatten wir nur noch ein paar da und deswegen dachte ich, ich schnapp's für dich. Oh, perfekt. Dankeschön. Dann... Stand. So, probier mal die beiden an. Geh ich mal vor den Spiegel, so. Willst du mitkommen, so? Ja, gerne. Oh, du meine Güte, das sieht so gut aus an dir. Oha. Ja. Elva, guck mal, ich bin auf einmal jemand anderes irgendwie. Ein bisschen. Ein bisschen, aber irgendwie noch die alte so, nur eben höher. Also höher, genau. Und dein, ich dachte, du bist ein bisschen undercover unterwegs, weißt du? Ja, bin ich auch. Naja, man erkennt dich trotzdem, weil du immer schwarz trägst. Du solltest jetzt bunte Sachen tragen. Stimmt, du hast recht, oder? Verdammt. Ja, man erkennt dich. Aber ich komme einfach, naja, ich irgendwie, ich kann das nicht ablegen erstmal. Mhm. Aber wenn, naja, Reno 2.0 vielleicht, dann wird das anders. Okay, ich probiere jetzt mal die anderen an. Genau. Ja, wie ich gesagt habe, irgendwann wird die Welt wieder für dich bunter werden. Das aber schön gesagt. Ja, danke. Die sehen auch nicht schlecht aus, aber die haben eine rote Sohle, ne? Ach so. Genau. Sieht man das denn arg?
Ja, also man sieht es auf jeden Fall. Also die Leute, die hinter dir gehen, sehen das. Und du hast aber auch Hunde, oder? Ich, ja. Warte, aber die haben wir leider nicht. Ich guck mal nochmal, aber die hatten wir nicht drin, ne? Nee, die haben wir tatsächlich nicht. Gefallen dir die ersten nicht? Willst du doch Runde haben? Doch, die ersten sind auch gut, aber ich, vielleicht würde ich auch, naja, von jedem Stil welche nehmen, aber wenn das so rot ist, das ist nicht so meins, so. Ja, verstehe ich. Kommen die ganz in schwarz mal wieder nach, oder? Die, ja, ich gucke gerade nach, also die ich jetzt trage, die sind leider nicht mehr bestellbar bei uns. Ah, okay. Ja. Sonst musst du im Thriftshop mal gucken. Stimmt, ja, du hast recht. Okay, Moment. Genau. Aber die hier sehen sehr gut aus. Falls du jetzt ganz in Schwarz haben möchtest. Definitiv. Also, okay. Also die nehme ich dann auf jeden Fall. Warte, ich gebe es dir mal ganz kurz wieder. Okay. Okay, sollen wir eigentlich mal, weißt du, was wir noch nie gemacht haben? Was denn? Wir haben noch nie ein Foto zusammen gemacht. Ein Foto? Ja, du und okay. ich. Okay. So. Oh, ja. Aber, oh nein, da brauche ich auch die hohen Schuhe. Willst du die nicht mitnehmen? Oder? Doch, soll ich die zuerst kurz kaufen und dann gehen wir hin und machen ein Foto vor dem Spiegel? Oh, jetzt? Wollen wir uns nicht... Ich hab... Warte, Foto. Für was willst du das machen? Einfach so, für mich. Okay. Einfach so. Ja, für dich, alles klar. Okay, dann, aber ich ziehe kurz dann meine privaten Sachen an. Weil ich will nicht Nafredonis-Klamotten. Okay, ja, cool. Ja, mach das. Bezahlst du bei meinem Bruder? Ja, dann... ja, genau, dann machen wir das so. Ich ziehe mich so lang um. Okay, aber er braucht doch die... Ja, genau, die gebe ich dir. Alles klar. So, bester Bruder der Welt von Elva. Hi. Ich... Moment. So, die würde ich gern haben. Und ich würde sie auch gleich anziehen dann. Ja, kannst du gerne machen. Moment, ich schau kurz, was das für dich macht dann. Ja. Habt ihr eigentlich auch sowas wie, naja, Special-Rabattkarten oder sowas? Nee, leider nicht mehr. Oh, schade. Leider nicht mehr. Das wären einmal $170. Okay, Moment. Vielen Dank. Danke. Und einmal deine Schüchen. Perfekt, dann ziehe ich die gleich an. Mach. Ja, mach das. Ich habe mich kurz umgezogen für ein Foto. Ich wollte gerade sagen, wo willst du denn jetzt hin? Wir machen kurz ein Foto. Oh, warte. Ja, okay. Ich ziehe mal auch hohe Schuhe an. Ja, zieh auch hohe Schuhe an. Und... Damien war's, oder? Richtig, ja. Wie geht's dir so zurzeit? Oh, mir geht's super eigentlich. Schon selber? Ja, viel zu tun und sowas. Viel zu tun und naja, es ist... Die Stadt bietet immer so seine aufregenden Seiten, weißt du? Das stimmt, ja. Wie läuft dein Film? Ja, auch, naja, es kommt immer was aktuell so dazwischen, weißt du, so...
aber ich habe jetzt gestern angefangen zu drehen und bin da guter Dinge so. Ja, sehr schön. Und jetzt hast du noch... freut mich zu hören. Ja, hast du noch das Kleid von uns oder? Na klar, habe ich das Kleid von uns. Das super. Kam gestern sogar zum Einsatz. Oh, sehr gut. Ich wusste nicht, wann du das abgeben musst. Ja, da muss ich noch mit, ihr wisst schon, eurem Chef sprechen, so. Mhm. Aber, ich brauche jetzt noch eine Weile brauchen. Hallo. Oh, okay. Was sollen wir? Wo finde ich hier? Ja. Ich bin relativ... Also ups. Okay. Hier drinnen im Laden? Ja, vor dem Spiegel. Eva, vor dem Spiegel? Okay. Ich habe dich noch nie in so einem Outfit gesehen. Sag ich ganz oft. Wirklich? Ja, ich habe mich letzt etwas wieder, meinen alten Style angezogen und ich habe es sofort direkt vermisst. Sollen wir, guck mal, wenn wir jetzt Rücken an Rücken irgendwie geht das irgendwie? Ach so, warte. So. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Komm, stell dich mal hin. Oder so halb Rücken an Rücken. Ich glaube, das... Nee. Dann machen wir einfach das so. Das ist schwierig. Wir könnten eine Wand nutzen. Was aber da müssten wir nach draußen gehen. Aber warte, aber das ist auch cool mit dem Spiegel. Okay, was mit dem Spiegel? Was für eine Pause? Ich weiß es nicht. Oh, ich nehme meine Lieblingspose. Die ist ein bisschen böse. Du siehst ja aus, als wärst du in einer Gang. Oh, wirklich? Ja. Ich habe gar nicht so eine... Mir fällt gar nichts ein, verdammt. Gibt es keine Pose, die du immer machst? Ich habe noch nicht so viel. Mir fällt keine Pose ein. Ich. Ich habe noch nicht so viel Bilder gemacht. Irgendwie hier in der Stadt. Aber eigentlich mache ich ganz gern. Okay. Probier doch einfach mal ein bisschen was aus. Vielleicht gefällt dir was. Ja, du hast recht so. Warte, das ist irgendwie gar nicht so einfach. Ich meine, ich könnte auch einfach so dastehen, aber... So wie du jetzt stehst? Ja, wie ich jetzt stehe, so. Nee, du musst schon eine Pose machen. Okay, dann... Du musst ja was signalisieren auf dem Foto. Ich muss mal ganz kurz rum überlegen, okay? Probier dich aus. Was habe ich so alles im Schauspielkurs gelernt? Oh, du meine Güte. Oh. Das ist wirklich... sehr süß. Irgendwie alles ganz merkwürdig. Ja, ganz viele sind merkwürdig, ja. Ja. Ja, probier mal... sehr, sehr schwierig. Ich hätte das vielleicht mal für mich ausprobieren sollen. Zu Hause, alleine. Geh doch mal in die Umkleidekabine. Ich warte so lange. Okay, ja gut, machen wir es so. Okay. Verdammt, Pose. Und so. Okay. Bist du soweit? Wie sieht's aus? Oh. Okay. Zum Beispiel. Mhm. Und was machst du dann? Soll ich mich hier hinstellen? Ich werde meine Pose machen. Okay. Oder soll ich auf die andere Seite gehen? Warte, ich bin ein bisschen zu sehr in der Mitte, so. Ach so, okay. Sonst hast du gar keinen Platz. Okay, danke, dass du mir Platz machst. Das ist so. Doch... Ich mach die böse Elva. Okay, ja, mach die böse Elva. Aber willst du wirklich die Pose? Findest du die nicht gut? Das sieht so aus, als wenn du Hüftschmerzen hast. Okay, ja, Moment. Und, Und was ist denn, wenn ich so mache? Oh, das ist viel besser. Ist es besser? Du siehst wie eine reiche
Schauspielerin aus. Endlich warte mal, dann muss ich mich hier hinstellen, damit ich da nicht im Weg bin. So? Ja. Aber ich glaube, ich muss mehr zur Seite, weil sonst okay. Guck mal über deinem dann Kopf ist sonst... Seite. Ja. Okay, mein Kopf? Achso. Oh, warte mal. Weißt du, guck mal, was da im Hintergrund links ist. Das ist echt komisch. Oh Gott. Was seid ihr denn für Modelle? Ihr habt ihr Unterhose da hinten, kannst du die mal... Wir sind Stars. Also die Puppe, nicht die Unterhose. Ich verdeckste. Rino, wir sollten draußen vielleicht das echt machen, aber gut. Ja, wir können ja nur kurz uns das so vorstellen. Okay. So? Okay, gut. Und, so, Ja? Ich kann auch einfach so eins machen, weißt du? Mhm. So. Leg doch das Handy da auf den Boden. Also... Ja, okay, ja. Mach ich. Vielen Dank. Du brauchst ja deine Hand. Stimmt, du hast recht. Sollen wir so eins... Warte mal, ich habe eine Idee. Mhm. Du machst so und ich... Wie findest du das? Mhm. Okay, Moment. Ich weiß es... Ich weiß es nicht, also... Naja, das ist wenigstens... Ist das nicht richtig badass? Ja, es ist wirklich. Die Schuhe sind... Soll ich mich... Ja. Hinter dich stellen? Ja, genau. So? Das ist oder? Cool. Okay. Wow, jetzt muss jemand vor uns Angst haben. Ja, auf okay. Jeden Fall. Eins, zwei, drei. Cool. Okay, perfekt. Okay, super. Gut, warte, ich hol mein Handy. Und Kundschaft? Mein Gott, und ihr okay. Models, wie läuft das? Sehr gut. Wir hatten noch kein Foto, deswegen. Und man braucht das so. Ja, Demi könnte auch sonst ein Foto von uns machen. Stimmt, ja, aber ich will euch auch nicht zu lange aufhalten, so. Ihr habt doch zu tun, mhm. Bestimmt. Wir haben in 8 Minuten Feierabend und keine oh. Kunden sind da. Also haben wir Zeit. Ich muss aber selber ja gehen. Aber... Ach so. Ja, ich muss mal wiederkommen, wenn ich mehr Zeit habe. Und dann muss Damien auch aufs Bild. So. Oh, mein Gott, danke. Überleg dir schon mal eine Pose bis dahin. Okay, mach ich. Vielleicht sollten wir uns ein Outfit überlegen. Damit ja. Die Posen auch zur Geltung kommen. Ja, ihr habt recht. Okay, gut. Dann ist das die Aufgabe fürs nächste Mal. Okay, aber dann müssen wir vorher absprechen, wie was wir uns kleiden Outfit. Wollen. Genau. Stimmt. Also ich trage ganz kreativ wieder schwarz. Oh nein, Rino. Für das Foto musst du was ganz Außergewöhnliches anziehen. Was Außergewöhnliches? Ja, was so nicht typisch Rino ist. Okay, da muss ich mir Gedanken machen. Oh, das wird schwer. Okay, Eva... Sollen wir noch ganz kurz vor die Tür, damit ich... Ich ja, mach dir das ruhig, noch erzählen. Ach so, ja. Damien, das sind ja. So Frauendinge. Naja, du ja, weißt schon. Ja, habe ich mir schon gedacht. Also, dann, ups, ich wollte nicht in die Verkäufer-Privatsphäre reinkommen. Bleib ruhig, alles gut. Du weißt was, es freut mich immer, dich zu sehen. Ich hoffe, du hast einfach noch eine gute Woche, okay? Ja, hoffe ich auch. Dann, die Woche ist zwar fast vorbei, aber... Oh, ja, stimmt, verdammt. Naja, so im Film vergisst man manchmal Raum und Zeit. Sieht man auch jeden Tag, Rino, mach dir da echt keinen Kopf. Okay, na gut. Dann mach's gut, okay? Ja, du auch. Okay. Pass auf dich auf. Du auch, tschüss. Ciao. Okay, Elva, komm. Ja, ich komme. Wir sind sowieso die coolsten der Welt. Oh, sind wir das? Ich glaub schon. Ich hab wirklich noch nie... Das überrascht mich, dass du sowas anhast. Was ist denn mit oh, wirklich? Dir? Ja. Hast du... Habe ich schon ein paar Mal angehabt. Ich mag Hemden und
Ich probiere mich ja seit ein paar Wochen damit aus. Das ist voll schön. Das ist irgendwie, ja, nochmal eine andere Elva. Und deine Ohrringe mag ich auch dazu. Oh, die habe ich schon ziemlich lange. Ja? Das ist quasi mein Markenzeichen. Ich habe die so oft an. Die passen echt schön zu dir, so. Oh, danke schön. Naja, und was ist eigentlich mit deinem, mit deinem Ex, ist da auch alles geklärt oder wie sieht's aus? Mit dem Stalker-Ex? Nein, mit dem anderen? Ja. Ja, also wir sehen uns kaum. Okay. Also, ja, heute haben wir einen kleinen Streit gehabt, weil ich da was verwechselt habe und. Oh. Ja, aber sonst habe ich eigentlich keinen Kontakt zu ihm. Geht's dir okay damit? Ja, also so langsam geht es mir besser. Je länger ich ihn nicht sehe, umso besser geht es mir. Aber wenn ich ihn sehe oder mit ihm spreche, dann habe ich so eine Wut im Bauch. Und das lasse ich leider an ihm auch aus. Was heißt leider? Ich meine, das ist ja die richtige Anlaufstelle, oder nicht? Für die Wut, die hat er ja, ja verursacht. Eigentlich schon, aber er sagte mir zum Beispiel heute, weil ich ihn wieder, naja, ich habe böse mit ihm geredet, ich will nicht sagen angeschrien, aber schon etwas anders geredet, als ich sonst rede, und er sagte, er erkennt mich nicht wieder. Genau, er schrieb, ich erkenne dich einfach nicht wieder, ganz ehrlich. Und wie stehst du dazu, zu diesen Worten? Ja, es hat mich schon verletzt. Ich bin halt wütend und sonst bin ich eigentlich die Alte. Also, aber ja, ja. Ich weiß auch nicht, er macht mich halt wütend. Er hat mich so sehr verletzt. Er wusste ganz genau, was mich verletzt, und das hat er immer gemacht. Die Männer, also eigentlich alle Männer, die ich bis jetzt kennengelernt habe, hatten immer eine andere. Oder haben mich ausgetauscht gegen eine andere. Und das wusste er und das hat er eigentlich auch gemacht. Das muss sehr wehtun. Ja, das tut es auch. Ich verstehe noch immer nicht, warum er halbnackt mit der Frau rumgefahren ist, obwohl wir zusammen waren. Das tut so weh. Ich glaub's dir. Und das braucht auch Zeit bestimmt. Egal wie du jetzt zu ihm stehst, das. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch nur. Naja, ich würde wahrscheinlich oft dran denken, so. Ja, denn ich weiß auch nicht, ob ich noch eine Beziehung haben möchte. Weißt du, als ich hier auf die Insel kam, also in Schottland, ich komme aus Schottland, da hatte ich eine ganz schlimme Beziehung hinter mir. Ich konnte wirklich jahrelang keine neue Beziehung führen. Und als ich hierher kam, dachte ich, okay, ein neues Land, neue Männer. Die sind bestimmt nicht wie mein schottischer Freund. Und dann habe ich da ein Date gehabt. Also eigentlich mehrere Dates. Mit demselben Mann. Und dann habe ich rausgefunden, er datet noch drei andere Frauen. Oh. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er mich angelogen. Irgendwann habe ich gesagt, wir sollten uns nicht sehen. Dann habe ich einen Drohanruf bekommen. Und der Mann am Telefon meinte, ich darf nie wieder irgendjemanden daten. Ich darf keinen anderen Mann treffen. Und ich habe mich gewundert. Ich dachte mir, wer sagt denn sowas zu mir? Und dann habe ich mit einem Freund gesprochen und der sagte zu mir, das ist doch bestimmt der Typ, den du gedatet hast. Und ich denke, das ist es so. Irgendwann habe ich mit der Sache abgeschlossen und habe einen neuen Mann kennengelernt. Er hat mit mir geflirtet.
Dann habe ich von einer Freundin gehört, dass er eine Bekannte von uns angeflirtet hat. Und noch eine andere Frau. Und dass er eigentlich eine Freundin hat. Oh. Ja. Und dann habe ich meinen Stalker-Freund kennengelernt. Und danach habe ich gedacht, okay, ich kannte einfach die Männer nicht so gut. Also könnte ich ja mit meinem Kumpel, mit dem ich schon ein paar Monate befreundet war, es versuchen. Naja, und der hat das halt abgezogen mit der Frau. Nackt durch die Gegend zu fahren und halbnackt, meine ich, und als Schluss war, mit ihr noch dann ins Bett zu springen. Also, du siehst, ich habe wirklich kein Glück mit den Männern. Danke, dass du mir das alles erzählt hast. Ich weiß es zu schätzen, so. Das sind ja auch private Sachen. Ja, ich hoffe, das erzählst du niemanden. Nein, wenn du dich bei mir auf was verlassen kannst, so auf jeden Fall unter anderem das. Ich habe keinen Grund, ich habe keinen Grund, sowas zu erzählen. Ich mag keine Intrigen und Lügen, weißt du? Oh, ja, ich mag das auch nicht. Deswegen will ich dich auch warnen mit der Geschichte auch. Pass ein bisschen bei den Männern auf. So wie ich habe so viele üble Geschichten gehört. Und ich weiß nicht, die Männer sind hier ganz schlimm drauf. Haben manchmal mehrere Frauen oder... Ich kenne sogar eine Geschichte, da hat ein Pärchen geheiratet. Und der Mann hat am Hochzeitstag, also die haben gerade gefeiert, hat er einfach mit einer anderen Frau geschlafen. Was? Das ist furchtbar. Ja, auf der Hochzeitsfeier. Das ist furchtbar. Ja. Ich verstehe nicht, wie man so was machen kann. Für mich ist Loyalität und Vertrauen, das sind die wichtigsten Sachen für mich. Und Ehrlichkeit, so. Egal, ob das mit jemand ist, weißt du, so. Egal, ob das ein Typ ist oder einfach so. Das sind die wichtigsten Sachen, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ja, dann denken wir gleich. Ich leg auch dafür, also darauf, sehr viel Wert. Schön, weißt du, so, dass naja, in all den Typen, dass man sich dann so gefunden hat, so, das ist gut. Ich habe da leider auch keine Lösung drauf, die ganzen, naja, außer ein Android zu sein. Komm auf unsere Seite, Elva. Ding. Nein, nein. So. Aber du hast doch bestimmt trotzdem jemanden, oder? Gibt's hier keinen Mann, der dir gefallen hat? Du kennst doch so viele Leute. Oder magst du lieber Frauen? Also, das Problem ist, weißt du, selbst wenn es da jemand geben würde, ich habe das ja schon alles hinter mir in New York und naja, das wäre ganz schön viel Druck auf die Person, die mit mir, wie auch immer, weißt du, dafür ist nicht jeder gemacht, im Rampenlicht zu stehen und ja, aber du brauchst jemanden, du brauchst einen Partner und du brauchst Freunde. Weil du brauchst mindestens eine Person, der du wirklich vertraust. Sonst kommst du hier nicht weit auf der Insel. Vielleicht hast du jemanden, den du wirklich hundertprozentig vertraust. Oder denkst, dass du der Person hundertprozentig vertraust. Dann versuch dich. Ja, also. Versuch dich der Person anzuvertrauen. Ja, keine Sorge, ich bin eine Katze. Ich hab 7 Leben oder 9, ich weiß gar nicht wie viel. Oder so. Und naja, alles andere, weißt du, mit den Typen und so, und da muss erstmal jemand kommen und muss sich
Naja, richtig. Du weißt schon. Anstrengend. Ja. Sich beweisen, ja. Das verstehe ich sehr gut. So. Und bisher muss ich echt sagen, die Leute, naja, wie es eben so ist. Oh, Elva, verdammt, ich muss los. Elva. Oh, okay, ja, entschuldige, ich wollte dich nicht aufhalten. Nein, nein, du hast mich nicht aufgehalten. Ich habe mir das jetzt erlaubt. Ich habe die letzten Tage wie ein Vampir gelebt und trotzdem bin ich irgendwie nervös, hier zu stehen, bis das geklärt ist, so. Ja, du meldest dich bei mir, oder? Weißt du, vielleicht meldet er sich auch nie wieder. Vielleicht ist die Sache für ihn gegessen. Es ist oft so hier. Manchmal musst du einmal im MD landen, damit die Sache geklärt ist. Das dachte ich auch, aber dann hätte er nicht gesagt, ich soll mich melden. Ich... Meinte er das wirklich, oder? Ja, das meinte er wirklich. Okay, dann... Du hast dich ja gemeldet, also ist das gut. Dann warte ab, aber ich glaube, du brauchst dich nicht zu verstecken, oder? Ich denke, wenn er wirklich will, dann wird er dich finden. Wie hat er dich denn letztes Mal gefunden? Es ist besser, nicht mehr drüber zu reden, aber wenn irgendwas ist... Ja, also... Okay, aber du weißt, ne? Du sagst mir dann Bescheid. Dass ich einfach weiß, wo du bist, wo ich dich suchen muss. Vielleicht muss mich gar niemand suchen. Doch, ich will auf dich ein bisschen aufpassen. Aber ich bin... Ich muss auf mich selbst aufpassen. Gerade in dieser Geschichte. Weißt du, das klingt alles aufregend, aber in Wahrheit ist es Todesangst, Elva, und das wünsche ich niemand. Doch, ich weiß, was du meinst. Ich war auch schon mal in Gefahr. Oh. Ich weiß, wovon du sprichst. Und, deswegen... Natürlich, du sollst schon auf dich selber aufpassen, aber... Lass mich auch auf dich aufpassen. Oder wenn du nicht möchtest oder mir nicht vertraust, dann, wie ich gesagt habe, such dir eine Person, wo du der Person wirklich vertrauen kannst. Dass du dann wenigstens der Person einen Standort schickst oder lässt dich hinfahren. Du solltest auf jeden Fall jemanden suchen, dem du vertrauen kannst. Ich hoffe, du bist nicht alleine mit der Sache. Ich muss leider gehen. Okay. Bevor mich jemand sieht. Ich muss schnell los. Okay, alles klar. Danke für alles. Es war echt schön mit dir. Jetzt haben wir endlich ein Bild zusammen. Mhm. Ja, finde ich auch so schön. Musst du mir mal schicken. Oh, okay. Das Bild, okay? Mach's gut, okay? Okay. Tschüss. Buenos noches, señoras. Tschüss. Hola. Hallo. Oh, und das ist nicht mehr offen. Müssen wir zueinander gehen? Tschüss. No matter what the future brings, as time goes by, the night
It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by, as time goes by. The fundamental things apply as time goes by.